Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter an diesem Freitag. Wir schauen natürlich auf das Wochenende und das wird wieder winterlicher, teils auch mit Schnee bis in tiefere Lagen. Ja, und in manchen Regionen kommen sogar größere Neuschneemengen zusammen. Und hier kommen wieder diese kleineren Tiefs, diese Randtiefs ins Spiel, über die wir auch die letzten Tage schon berichtet haben. Heute sind diese kleineren Tiefs aber erstmal noch kein Thema. In der Nacht ist eine Kaltfront im Westen, eine neue Kaltfront aufgezogen mit teils schauerartigem Regen und nochmal stürmischem Wind. Ja, und diese Kaltfront kommt heute unter Abschwächung weiter in Richtung Osten voran, schleift noch so in über die Region, so von der französischen Grenze Hessen bis nach Thüringen, bringt dort noch etwas Regen, teils auch nochmal bis nach Brandenburg oder Sachsen. Dahinter oder mit der Kaltfront ist kältere Luft im Westen und Nordwesten eingeflossen. Schneefallgrenze dann in den westlichen Mittelgebirgen heute schon so bei rund 400 Metern. Ja, und wir sehen im Nordwesten die kältere Luft, meist nur noch einstellige Werte hier, aber es bleibt dann im Nordwesten weitgehend trocken, ab und zu auch mit ein paar Auflockerungen. Vor der Kaltfront nochmal die mildere Luft, auch nochmal teils Sonnenschein, vor allen Dingen am föhnigen Alpenrand. Hier nochmal bis zu 14 Grad, auch im Südwesten nochmal mild mit ähnlichen Temperaturen. Der anfangs noch recht stürmische Wind lässt im Tagesverlauf relativ schnell nach. Ja, und dann kommt das nächste Tief ins Spiel, ein kleines Tief, was sich dann so aus dem Alpenraum heraus dann über Süddeutschland Richtung Tschechien und Polen verlagern wird und neue Niederschläge im Süden und Südosten auslösen wird. Und das Ganze gucken wir uns mal mit Hilfe einer Animation an. Wir sehen erstmal anfangs am Abend und in der Nacht zum Samstag verbreitet doch die Regenfälle. Das Ganze geht dann aber im Laufe der Nacht dann von Bayern, Franken und dann auch zum Morgen zunehmend in Sachsen in Schnee über und es kann dann vor allen Dingen Samstagmorgen zum Teil recht kräftig schneien. Gucken wir dann mal auf die nackten Karten nochmal. Also wie gesagt, anfangs der Regen auch im Südosten, zunehmend dann aber in Schnee übergehend und dann vor allen Dingen zum Morgen auf der Rückseite des Tiefs, was sich nach Polen verlagert, schneit es dann auch ergiebig. Vor allen Dingen dann mit der nördlichen Anströmung im Thüringer Wald, Erzgebirge und auch Vogtland. Ansonsten verläuft die Nacht relativ ruhig, im Norden ein paar Auflockerungen, meist aber so Temperaturen um die 0 Grad, also stellenweise kann es auch anderswo nochmal glatt werden. Ja, und es kommt einiges an Neuschnee zusammen. Wir gucken mal auf die Schneehöhenveränderung bis Samstagmittag. Und da sehen wir mit der bläulichen und bzw. lila Färbung den Neuschneezuwachs. Am Alpenrand doch einige Zentimeter Neuschnee, zum Teil auch im Stau etwas mehr. Dann ist ein bisschen fraglich, wie sich das Ganze so in Bayern in den tieferen Lagen verhält. Hier erstmal noch der Regen und dann bleibt die Frage, wenn es in Schnee übergeht, wie viel da entsprechend mal liegen bleibt. Aber dann Richtung Norden, Richtung Thüringer Wald und dann Erzgebirge und Vogtland. Hier sehen wir die größeren Schneemassen mit teilweise 10 bis 15, eventuell auch bis zu 20 cm Neuschnee nach aktuellem Stand. Und entsprechend dann auch mit diesem Tief kann es auch zu Verwehungen kommen. Aber man muss auch konstatieren, dass diese kleineren Randtiefs halt auch noch ein paar Unsicherheiten mit sich bringen. Also hier kann es auch entsprechend noch mal zu ein paar Veränderungen kommen. Ich verlinke euch mal die Live-Wetteranalyse. Da könnt ihr entsprechend mal ja, kommende Nacht oder morgen früh auch mal schauen, wo es dann schon in Schnee übergegangen ist oder wo teilweise noch Regen fällt. Das war jetzt die Nacht zum Samstag. Jetzt gucken wir generell nochmal aufs Wochenende. Am Samstag haben wir dann entsprechend, haben wir gerade schon drüber gesprochen, noch die Schneefälle im Osten des Landes, zum Teil auch erstmal kräftig. Kann am Samstagvormittag auch durchaus nochmal bis nach Berlin reinschneien. Und dann wird sich das Ganze aber im Tagesverlauf mit dem Tief allmählich abschwächen und nach Osten abziehen. Dahinter dann vorübergehende Wetterberuhigung. Im Westen nochmal ein paar Schauer, da hier teils als Regen bis in tiefere Lagen, sonst auch schon mal als Schnee. Ihr seht aber die mildere Luft dann nochmal im Südwesten mit teilweise 6, 7 Grad. Also hier im Flachland oder in den Niederungen, in den Tälern erstmal Schnee, kein Thema. Aber dann, in der Nacht zum Sonntag kommt ein neues kleines Tief, eine Welle auf und die löst neue Niederschläge aus. Da zieht ein Niederschlagsgebiet von Frankreich her in die Landesmitte und da kann es dann nochmal bis in tiefe Lagen schneien. Vielleicht so im Rhein-Main-Gebiet nochmal Schneeregen. Ansonsten in Rheinland-Pfalz, Franken, Hessen, Thüringen mitunter Schneefall bis ganz runter. Es bleibt noch so ein bisschen abzuwarten, ob der Schnee dann liegen bleibt und wie viel Schnee da liegen bleibt. Aber vor allen Dingen so in Lagen so oberhalb 200, 300 Meter ist dann doch mit Neuschnee zu rechnen. Das bedeutet dann für den Sonntagmorgen, ja verbreitet in der Landesmitte, in der Landesmitte der Schneefall mit entsprechender Glätte durch Schnee oder Schneematsch. Und dann verlagert sich dieses Niederschlagsgebiet weiter in Richtung Nordosten mit weiteren Schnee- und Schneeregenfällen. Sonst einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer an den Küsten und auch in Richtung Süden ab und zu ein bisschen Sonne. Ihr seht aber auch an den Temperaturen, es wird so leichte Plusgrade im Tagesverlauf geben. Das heißt, der Schnee aus der Nacht wird dann doch antauen, zum Teil dann auch wegtauen und nur in den höheren Lagen wahrscheinlich überdauern können.
Zwei, drei Sätze noch zur neuen Woche dann. Es bleibt wahrscheinlich erstmal kalt mit weiteren Schnee- oder Schneeregenschauern. Im Laufe der Woche dann wahrscheinlich von Westen her milder mit Tauwetter und der eventuellen Gefahr in Sachen Hochwasser für den Westen und Südwesten des Landes. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.